Dann gehen wir zu ihr. Also hier zu der Schmiedin, ne? Und geben den Stab ab. Also hier den Besen. Dann sollte sie nämlich das Schwert aufpimpen und dann angreifen. Und ich glaube, dann wären wir wieder in die Zelle geschmissen. Das beim ersten Mal, wo wir es probiert hatten, ist das auch schon passiert. Und dann haben sie unser gutes Zeug weggepackt. Das mussten wir nämlich dann nochmal neu holen. So. Ach Quatsch, so rum. So. So. Wahrscheinlich brauchen wir die dann nachher, um nochmal durch den Zaun oder so zu laufen. Wenn es falsch sein sollte, müssen wir halt wieder hierher laufen. Ach, der Flo. Guten Abend. So. Sie ist auf der linken Seite. So viel habe ich schon gelernt. Wir hätten natürlich auch das Schloss kaputt machen können. Aber erstmal gebe ich ihr den Besen. Okay. Tja, was soll's. Hey, bleib stehen und lass mich dich stechen. Komm hierher. Die nette Tour? Na schön. Oh, armer kleiner Kobold. Das habe ich nicht gewollt. Ja, du. Ich war eine echte Nervensäge und es tut mir leid. Oh, wow. Beeindruckend. Du bist so steinern. Ich kann nicht. Macht weiter. Willst du eine Umarmung? Siehst du? Ist das nicht wunderbar? Wir umarmen uns und das macht Spaß. Prima, es geht doch. Tut mir leid, Graham, ich stehe halt nicht auf Kuscheln. Oh, ich hab recht gehabt. Ein Glück. Das heißt, jetzt können wir uns die Zange holen. Oh, jetzt gibt's erstmal wieder Fleisch. Keine Ahnung. Ich würde eher sagen, Vieh hat den Kobold gefressen und ihn angezogen. Weil Vieh frisst alles. So, haben wir den Schlüssel noch? Jawohl, ja. So, wie sind wir noch bei Kräften? Mir ging es so gut, wie es mir hier gehen konnte. Ja, dann ist ja gut, wenn es ihm so gut geht. So, also da wieder rein. So. Ist der von dem Schlüssel? Ah, warte mal, das ist ein kleiner Schlüssel. Moment mal, das ist vielleicht gar nicht von der Zelle. Von was anderem hier drüben. Vorne. Nee, da. Nee, da. Genau, die da. Ich probiere mal hier. Jawohl. Ach, guck mal. Seite der Liebe oder was ist das hier? Des Herzens. Naja, fast. Okay, das Mehl dürfen wir haben. Okay, haben wir noch irgendwas hier? Nee. Tja. Bong bong,
Bonjour. Hat er noch irgendwas hier? Habt ihr sonst noch was? Wo bitte sollte ich das haben? Das ist alles, Junge. Meine besten Sachen. Fühlt euch geehrt. Okay, wir haben alles. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dann gehen wir mal zu ihr. Wobei... Ich guck mal, ob wir mit der Zange da was machen können. Eine Wache noch. Ja, das müsst ihr allein schaffen. Euch fällt doch sicher was Schlaues ein. Ich will endlich wieder bröseln. Okay. Können wir dem Stuhl über den Kopf ziehen? Echt? Das hast du hoffentlich besser genutzt. Ja, ich höre immer noch zu. Das klappt niemals. Wirst du zu essen geben? Tatsache! Ich wusste, ihr habt's drauf. Okay. Sag mal, können wir... Vielleicht können wir ja die anderen jetzt auch... Da waren da... Waren da noch welche? Warum haben wir nicht... Ach, die haben sich ja gegenseitig geschützt und verteidigt. Deswegen konnten wir da nichts rüber... Und die sind nicht da. Ich glaube, ich habe noch nie so... Liebe Steinfreunde, kommt rein. Es gibt leckere Suppe. Etwas für dich und etwas für dich. Dich nenne ich Steini und dich Brocken. Und du bist Felsi. Du machst mir Angst. Ja, mir selbst auch. Leute? Der Alarm. Wir sollten lieber los. Geht ihr nur. Meine neuen Freunde beschützen mich. Muriel, für sowas haben wir keine Zeit. Geht. Ich werde hier auf euch warten. Ich sorge dafür, dass die anderen was zu essen haben. Nach all den Jahren überraschst du mich immer wieder. Du, raus hier! Wir sind frei. Ich war auf dem Weg zu einer Audienz beim Koboldkönig. Wenn ich an seinen Schlüssel kam, konnte ich vielleicht die anderen befreien. Aus welchem Grund wähltest du eigentlich die Hobblepots? Wir brauchten ein Wunder, um da rauszukommen. Und ohne Wunder mussten wir uns auf Tricks verlassen. Aber Amaya hätte die Geröllköpfe zerbröseln können. Stimmt. Oh. Würdest du einen Gardisten rufen, der sie ins Bett bringt? Aber Großvater, ich will noch mehr hören. Welcher Teil gefiel dir besser? Die hinterhältigen Kobolde? Oder der ungeduldige Junge, der eine andere Geschichte wollte? Oh, ich fand die Kobolde toll. Absolut. Na klar. Ich wollte nur zeigen, dass ich auch... Ich denke, wir machen für heute Schluss. Der Sturm hat sich beruhigt und sie sich auch. Aber Großvater, ich... Gar? Ich wollte doch nur... Das ist nicht die Zeit für Debatten. Geh ins Bett. Wir machen morgen früh weiter. Wie du willst. Gute Nacht. Gard, warte. Hör zu, ich wollte dich nicht schimpfen. Die Medizin strapaziert meine Nerven. Schon okay, Großvater. Und danke sehr. Ich muss noch viel lernen aus deinen Geschichten. Schöne Träume, Gard. Schlaf gut. Das
schaffe ich mit geschlossenen Augen. Ja, jetzt lernst du. Da, unser Weg nach draußen. Ach, hey. Nein. Ich gehe vor. Zurück. Ich war nicht sicher, ob ich es schaffen würde. Aber er musste mir vertrauen. Okay. Ist das nicht das Säulending von dem Drachen? Rechts. Rechts. Vorwärts. Links. Links. Vorwärts. Rechts. Links. Vorwärts. Links. Rechts. Vorwärts. Funktioniert ja jeder Weg, oder wie? Oder habe ich verdammtes Glück? Okay. Oh. Okay. Also links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Ah, der Alte ist sehr fidel, ja. Vorwärts. Dankeschön. Schnell, in den Umhang. Ich erkläre später. Hat er ihn jetzt im Inventar oder was? Okay, vorsichtig. Albträume haben viele Formen. Wenn man erst einmal weiß, was einem Angst macht, kann man sich dem stellen. Es ist nur in meinem Kopf.
Daraus wird nichts. Ich habe vor nichts Angst. Nach dem Schrei habe ich dich schon erwartet. Machen wir weiter mit der Geschichte. Warum sah da so viele Ratten? Ich hatte keine Angst vor Drachen. Ich litt noch immer unter Achakas Tod. Jetzt hing das Wohl eines ganzen Königreichs von mir ab. Das war die wahre Bestie, die ich bezwingen musste. Warum stänkern die denn mit den Großen? Das ist nicht in Ordnung. So, da kommen wir nicht rüber. Okay, dann müssen wir hier lang. Achso, apropos Inventar. Tatsache, wir haben den wir haben den im Inventar. Ist ja sehr schön. Was ist das hier? Oh. Achso, ich habe nichts fokussiert, ich Idiot. So, jetzt nochmal. Ich nehme mal den alten. Ich weiß nicht so recht. Dann nehmen wir den Drachen. Ja, die ist auch clever. Er hat sich bedankt. Aber die scheint doch ganz normal unten drunter auszusehen unter dieser Rüstung, oder? Ich brauchte seine Krone nicht, um ein König zu sein. Mein alter Hut reichte völlig und Daventry war bereit für ein neues Abenteuer. Kann man den Hut aufsetzen? Nummer 1. Was ist das hier? Manny. Bei Manny. Es war einmal in einer kleinen Stadt ein wunderschönes Schloss, das hoch oben auf einem Hügel stand. Dort waren alle willkommen. Alle. Außer den Schädlingen. Die Bewohner flehten ihren König an. Die Ratten müssen endlich weg. Sie erschrecken unsere Kinder und stehlen unseren Käse. Eine hat sogar ein Baby gefressen. Die Stadt war wirklich sehr ungemütlich geworden. Jeden Morgen warfen die Leute Goldmünzen in den Brunnen mit dem Wunsch nach einer besseren Stadt. Doch die Ratten blieben. Der König warf in seiner endlichen Weisheit auch Wunschmünzen, weil er verzweifelt nach einer Lösung suchte. So kam es schließlich, dass ein wandernder Flötenspieler am Schlosstor erschien. Der Flötenspieler bot an, die Ratten aus dem Königreich zu vertreiben, wenn die Stadt ihren debilen Gebieter stürzte. Hört, hört, riefen sie. Unser Thron ist nur ein Sitz für einen Hutständer. Befreie uns von den Ratten und der Thron wird dein sein. Okay. Der Fremde zog eine kleine Flöte hervor und spielte eine schöne Melodie. Die Musik rief die Ratten herbei und sie tanzten auf dem Kopf des Königs. Der König kreischte entsetzt auf. Doch der Flötenspieler spielte sein Lied. Die Ratten wurden zurück in den Wald gebracht, wo sie hingehörten. Okay, ich dachte, ein Abfluss. Der Flötenspieler kehrte siegessicher zum Schloss zurück. Doch sein Klopfen verhallte und niemand öffnete ihm.
Er setzte seine Flöte an und spielte eine neue Melodie. Die Zugbrücke senkte sich und ein hypnotisiertes Volk gesellte sich zu ihm. Mit ein paar einfachen Tönen machte der Flötenspieler kehrt und führte sie aus dem Schloss in die tiefen, dunklen Höhlen darunter. Der Thron ist nun leer und im Brunnen klimpert es nicht mehr. Manni wusste genau, wie man die Horde in Aufruhr versetzt. Er wählte jedes Wort mit Bedacht und wusste um die Reaktion der Kobolde auf seine Geschichte. Es war brillant. Sie erledigten die Drecksarbeit und das er hat Buch. Entspannt zugesehen. Ich dachte, ich hätte ihn im Scharfsinnsduell besiegt, aber die Spielchen fingen gerade erst an. Deswegen ist da ein Buch. Tausend Eins. Baby Swap. Okay. Nummer 781. Vielleicht ist er. Albträume jemals wahr? Natürlich. Aber echte Monster sind leichter zu bekämpfen als imaginäre. Ist er vielleicht gar kein Kobold? Kobolde versauen alles. Sie leben noch. Ich dachte, du verschwendest niemals Nahrung. Echt? Das hast du hoffentlich... Ja, ich höre immer noch zu. Echt? Ja. Echt? Ich dachte, du verschwendest niemals Nahrung. Ich kann es nicht aufmachen. Es ist alles toll. Auf alle Fälle sitzt er nicht tot. Alarm! Hilft uns, König! Genug! Das sind nur Geschichten! Könnt ihr sie nicht einfach nur genießen? Ihr schießt doch völlig am Ziel vorbei. Soll man sich so an eure Geschichte erinnern? Oh. Halt, halt, halt! Wie wär's mit einer neuen Geschichte? Vor langer Zeit, da lebte einmal ein... Was haben wir denn hier? Da lebte ein... Ein Chester. Da lebte ein weiser, abenteuerlustiger kleiner Kobold. Als Schweinchen. Schon in jungen Jahren war der Koboldjunge im ganzen Land für seine Abenteuer bekannt. Zum Beispiel hat er... spöttischen Greif reingelegt, bei dem Basilisken gerungen, einen bösen Schlangenfürsten. Ist das Spiel entscheidend? Einen spöttischen Greif reingelegt.
Seine Abenteuer waren so legendär, dass die Kobolde ihn zum König machten. Aber der Kobold-Abenteurer war nicht in seinem Element und überfordert von den Aufgaben, die ein Königreich mit sich brachte. Seine Freunde boten ihre... Weisheit, Stärke. Seine Freunde boten ihm ihre Güte, ihre Weisheit, ihre Stärke. Weisheit. Ist Horbundi. Versuchen wir es nochmal. Güte. Doch es half nicht. Er fürchtete, dem vorigen König niemals gerecht zu werden. Es wurde so schlimm, dass er schließlich aufgab. Doch, als er seine Sachen packte, um wegzulaufen, fand der Koboldjunge... Er fand... Die Wachen hinten mit dem Schweinchen-Nasen-Kostüm. Ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf nicht greifbaren Gedanken gehabt. Mensch, das kennst du doch von irgendwoher. Wer die Muppet Show kennt, Schweine im Weltall. Genau so sieht das aus. Ah, schön. So, was? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Das kann nicht stimmen. Kleinen Moment mal. Versuchen wir es nochmal. Seinen alten Abenteurerhut. Okay. Und dem Kobold wurde klar, dass er nicht ein Vermächtnis fortführen, sondern sein eigenes schreiben musste. Eines voll von... Oh. Herzen? Weisheit? Mutes? Mitgefühl und den besten Freunden, die es jemals gab. Oh, das ist total lieb. Ich nenne dich König Knabberzahn der Dritte. Das muss ich Opa erzählen. Ich sagte ja, er rettet uns. Nein, ich sagte, er rettet uns. Ich glaube, das war ich. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Okay, Herr von Schling. Okay, leben alle.
Und das war's schon. Einige Details haben sich mit der Zeit verändert und ich habe ein paar peinliche Passagen ausgelassen. Aber am Ende sollte man Geschichten so erzählen, wie sie waren und nicht, wie man sie gern hätte. Oh, die war doch gut. Ah, du bist wieder eingeschlafen und ich sollte es dir gleich tun. Och nee, nicht Manni. Sieht aus, als bräuchtest du einen Freund. Ah, der klein, fies und hinterhältig. Und damit haben wir Kapitel 2 erledigt. Sehr schön. Und das Bild zeigt uns auch, wie wir es erledigt haben. Konnten nicht alle retten. Zwei hinter Gittern und da. Oder? Und die anderen beiden im Bett. Ja, weil ich denen nicht zu essen gegeben habe. Ich wusste nicht, was ich mit dem Fleisch machen soll. Aber na gut. Schöne Episode. Ne? Sehr schön. So mal als kleine Dings. Also ich bin ja Wendekind, ne, und bin ja noch werbegeschädigt, ne, oder Werbespot geschädigt. Ich glaube, die letzten 7, 8 Jahre habe ich so gut wie keine Werbung mehr geguckt, weil ich auch kaum Fernsehen gucke, zumindest nicht mehr so, sondern on demand. Ne. Jedenfalls, wenn Graham als Opa erzählt, das klingt dann immer so wie die Werbung von Wer das Echte, ne? Ja, wie könnte ich den kleinen Michael vergessen? Nee, was war das? Das war Stork Riesen, war das, genau. Oder eben halt, ja, nun bin ich der Großvater. Ne? Und was würde ich was anderes geben als, ne, die besten, wer hat das Echte? Mein Enkel, Art, herrlich. Aber so ungefähr ist es auch. Für Roberta, Ken und John. Rubble with all the cause. Das überspringen wir aber an der Stelle. Und hol dir den Season Pass und erlebe neue Abenteuer in Kapitel 3. Jetzt erhältlich. Ja, die sind auch erhältlich.